Schockmoment am Flughafen Köln-Bonn. Ein Mann ist am Freitagvormittag mit seinem Auto offenbar in eine Menschenmenge gefahren. Das berichteten mehrere Medien übereinstimmend. In einem Parkhaus hat ein Fahrer demnach mit einem Mietwagen mehrere Fußgänger verletzt. Ein Polizeisprecher bestätigte, dass er gezielt auf Menschen zugefahren sei. Diese hätten ihm zum Glück ausweichen können. Keines der Opfer schwebe aktuell in Lebensgefahr, die meisten Verletzungen seien leicht. Der über 50-jährige Fahrer wurde von der Polizei festgenommen. Er befinde sich aktuell im Krankenhaus, offenbar sei der Täter psychisch auffällig. Bei der Festnahme habe er Widerstand geleistet, zwei Polizisten wurden laut den Berichten leicht verletzt. Auch andere Autos sollen bei dem Vorfall beschädigt worden sein.